Ja, was ist denn da los, meine Damen und Herren? Wir sehen Tech-Aktien ziemlich stark unter Druck. Nasdaq minus 1,7%, obwohl die Kapitalmarktzinsen fallen. Eigentlich ja gut für Tech-Werte, sollte man denken. Und der Nasdaq, die Tech-Aktien fallen und gleichzeitig steigen aber Gold und Bitcoin. Bitcoin ein neues Allzeithoch, Gold ganz knapp unter dem Allzeithoch wieder zurückgeprallt. Auch das ist ungewöhnlich, dass wir Assets wie Gold und Bitcoin, die ja durchaus auch profitieren normalerweise von einem Risk-On-Modus, also von einem risikobereiten Modus, dass die hier so zulegen können. Vor allem Bitcoin profitiert von einem Risk-On-Modus. Gold hat noch so ein bisschen sicherer Hafencharakter, aber ist in letzter Zeit eben auch sehr stark abhängig letztendlich von Spekulationen auf steigende Kurse. Aber was ist da bei den Tech-Aktien los? Da sehen wir haben faktisch nur noch die Magnificent Four statt dem Magnificent Seven, also nur noch vier Aktien, die das Ganze tragen. Vor allem die gute Nie-Wieder-Aktie Nvidia, die das Ganze noch einigermaßen hält. Aber sollte die mal fallen, uiuiui, dann müssten die anderen ein bisschen wieder Gas geben. Vor allem die Problemkandidaten Apple, Tesla und Google, die sind es, die so unter Druck sind, seit Tagen im Grunde schon, und das Ganze wurde aufgefangen eben vor allem durch Nvidia, auch Amazon ein Stück weit, Microsoft, aber die sind heute auch unter Druck. Schauen wir uns mal an, was da los ist. Wir sehen Microsoft im Minus, wir sehen Apple im Minus, wir sehen Amazon selbst im Minus, wir sehen Meta im Minus, nachdem Facebook und Instagram in den USA ausgefallen sind. Ich weiß nicht, ob auch hier in Deutschland oder in Europa. Wir sehen Google unter Druck, wobei sich das heute in Grenzen hält, aber gestern schon schwer unter Druck, ebenso gestern Apple unter Druck, Tesla kommen wir gleich dazu, auch heute wieder unter Druck. Und hier sehen wir mal Apple, die sind ziemlich böse aus ihrem Trendkanal rausgefallen. Es sind wieder ziemlich hier saftig im Minus, und das ist eigentlich eine Red Flag, wie hier King of the Charts, der Twitter-Kanal, meint. Eigentlich eine, naja, ein Warnsignal für den Index, für die Aktienmärkte insgesamt. Und schauen wir uns mal Apple an, jetzt echt schon überverkauft. Also wäre jetzt nicht so fürchterlich erstaunlich, wenn wir da mal eine technische Gegenbewegung sehen. Wir sehen den RSI bei einem Wert, den wir seit 2019 nicht mehr gesehen haben. Der Preis komplett außerhalb des Bollinger Bands, wie Sven Hendrik hier zeigt. Also ziemlich dick überverkauft, aber eben auch aus dem Trendkanal ausgebrochen. Und hier sehen wir mal, Apple ist jetzt, glaube ich, so um und bei 10% im Minus seit Jahresbeginn, während der Nasdaq 100 deutlich gestiegen ist. Normal, ungewöhnlich, wir sehen, normalerweise läuft das ziemlich parallel. So ist es in den letzten Jahren eigentlich immer gewesen. Auslöser, die Meldung vor allem, dass die iPhone-Verkäufe in China um 24% gesunken sind seit Beginn des Jahres, und Apple eben mit Preissenkungen versucht, hier einigermaßen noch mitzukommen. Das geht natürlich auf die Marge, aber in China, da wird es immer schwieriger, weil Huawei mit seinem Mate hier das Rennen macht. Die Chinesen sind da patriotisch, sagen sich, naja, warum sollen wir denn ein Apple-Handy kaufen? Machen wir eher nicht, das ist das Problem. Und der andere ehemaliger Highflyer ist der Elöne, der Technofaschist Elon Musk, wie jene Gruppe heute, nämlich die sogenannte Vulkangruppe, ihn bezeichnet hat, die offenkundig heute einen Anschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide gemacht hat. Zitat dieser Vulkangruppe: Kein Tesla auf der Welt soll mehr sicher sein vor unserer flammenden Wut. Jeder Tesla, der brennt, sabotiert die imperiale Lebensweise. Alles klar, dann sind wir doch lieber mal traditionell fossil unterwegs, obwohl diese Gruppe wohl so eine Art Umweltterroristen sind. Also eigentlich ja auch Grüne, aber gut, das sind halt dann irgendwie wieder was anderes, also so eine Abspaltung von den Grünen. Das ist also nicht die radikal palästinensische Volkswiderstandsgruppe, sondern die Volkswiderstandsgruppe Palästina oder irgendwie sowas. Also wir sehen, das wird eigentlich immer irrer. Tesla jedenfalls deutlich unter Druck. Wenn es mal schlecht läuft für eine Firma, das haben wir bei Apple gesehen, dann läuft es auch schlecht. Das sehen wir bei Tesla eben auch, und bei Google sehen wir es auch nach diesem großartigen Erfolg von Gemini, dieser KI-Bild oder dieser Bild-KI, die ja sehr lustige Sachen gemacht haben. Wir sehen auch hier Google eben deutlich aus dem Trendkanal ausgebrochen, sodass wir
unter den 200-Tages-Durchschnitt, sodass wir jetzt eben nur noch diese Magnificent Four und nicht mehr die Magnificent Seven Aktien haben. Aber wir haben ja noch Nvidia, wir haben Nvidia und sagen uns KI wird die Welt retten. Und so ist es natürlich. Nvidia hat ein Weekly RSI, also einen wöchentlichen RSI von 88,7. Alles ab 70 gilt als überkauft. Und wir sind hier also wieder mal in einer Extremsituation, auch bei Nvidia. Also muss das irgendwie die ganze Geschichte noch einigermaßen aufrechterhalten. Und Nvidia ist ein Stück weit die neue Apple, denn normalerweise war es so, ich habe ja diesen Gleichlauf schon gezeigt, geht Apple nach oben, geht auch der S&P respektive der Nasdaq nach oben. Jetzt aber, seit Jahresbeginn, haben wir den S&P 8% gestiegen und Apple ist etwa dasselbe gefallen, mit heute dann etwa 10%, während Nvidia alleine 80% in den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 gestiegen ist. Absurd eigentlich. Aber wir sehen, wie schnell sich das Narrativ geändert hat. Nvidia ist jetzt die neue Apple, aber können die Märkte letztendlich verkraften, wenn ein solches Schwergewicht wie Apple, wenn dann auch noch Google schwächelt, wenn auch dann Tesla schwächelt, kann man das verkraften, kann das aufgefangen werden durch Nvidia, das werden wir sehen, können dann auch Gold und Bitcoin noch weiter steigen, wenn sozusagen dieser Abverkauf bei diesen Tech-Werten letztendlich einen Risk-Off-Modus dann nach sich zieht. Hier sehen wir mal, wie günstig hier dieser Technologiesektor ist. Neues Allzeithoch im Price-to-Sales-Verhältnis, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz der Unternehmen. Super günstig, meine Damen und Herren. Eine solche Chance, hier einzusteigen, bekommen Sie nie wieder in Ihrem Leben. Also wer jetzt nicht kauft, der hat natürlich nichts verstanden, völlig klar. Und so sagt hier Sven Henrik, it's different this time, it has to be or else. Also es muss diesmal irgendwie anders sein, sonst droht etwas. Aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass wir hier in irgendeiner Form es mit zu teuren Aktien zu tun haben, zumal die Spekulationsfreude, die FOMO wieder völlig da ist, als wären die Zinsen bei Null und würde die Fed massiv Geld in die Märkte pumpen, was ja nur sehr begrenzt der Fall ist, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal Meme Basket von Goldman Sachs, also so Modeaktien, die hier wieder hausieren, als gäbe es kein Morgen. Ja, da muss die Fed mal ganz, ganz schnell die Zinsen senken. Und Paul Volcker hat 2018, kurz vor seinem Tod, der legendäre Fed-Chef, der damals die Inflation in den 70er, 80er Jahren eindämmen konnte, der hat gesagt, die reale Gefahr kommt dadurch, dass wir inflationäre Prozesse tolerieren, sowie vor allem, dazu gehören vor allem Extreme Speculation and Risk-Taking. Aber nein, meine Damen und Herren, das ist doch derzeit nicht der Fall. Also Paul Volcker hat davor gewarnt, dass das inflationär ist, wenn die Märkte eben extreme Spekulationen machen, wenn hier extreme Risiken eingegangen werden und man immer wieder dafür belohnt wird, dass man das tut. Aber die Warnung von Volcker verharrt oder wird vielleicht auch wieder verhallen. Hier sehen wir mal einen Chart der Citigroup und wir sehen, dass die Fed gerne auch die Zinsen anhebt, wenn der S&P 500 über seinem 200-Tages-Durchschnitt ist, also nicht sozusagen in einem Bärenmarkt ist, sondern eigentlich fundamental oder charttechnisch zumindest sehr, sehr gut dasteht. Aber das Problem ist eben, dass die Fed, wie hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt schreibt, natürlich irgendwie komplett paradox handelt. Wir haben heute ja den ISM gesehen, dazu gleich mehr, Preiskomponente wieder sehr, sehr hoch. Auf jeden Fall versucht eben die Fed gleichzeitig aufs Gaspedal zu drücken, indem sie zum Beispiel diese Reverse Repo Geschäfte macht, die faktisch Liquidität in die Märkte einschleusen, dann auf der anderen Seite Bilanz reduziert, sich erstmal weigert, die Zinsen zu senken. Morgen werden wir ja Jerome Powell vor dem US-Abgeordnetenhaus sehen. Gleichzeitig überlegt man ja in der Fed, ob man nicht vielleicht die Mortgage-Backed Securities ersetzt, die man in der Bilanz hat, durch kurzlaufende US-Staatsanleihen, sogenannte T-Bills, 6 Monate oder 3 Monate Laufzeit, womit man dann die Neuverschuldung, die Janet Yellen hier gerne dann platzieren würde, eben faktisch indirekt oder direkt kaufen könnte. Also zum ISM-Index gleich nochmal mehr, aber wir kommen erstmal zu Gold. Hier sehen wir, dass Gold heute massiv nach oben gestiegen ist. Es hat nicht ganz gereicht,
leicht zum Allzeithoch. Das Sentiment in Gold ist gar nicht so positiv, also nicht so lange nicht so euphorisch wie etwa bei Bitcoin. Das sehen wir hier. Hier sehen wir mal, dass die Zuflüsse in Gold-ETFs doch eher bescheiden sind. Der Kurs steigt, aber die Zuflüsse fallen. Also das zeigt, wie wenig Euphorie hier eigentlich der Fall ist. Im Gegensatz zu Bitcoin, das heute ja neues Allzeithoch erreicht hat. Bei Gold war es echt knapp. Hat nicht ganz gereicht. 2140 und ein paar Cent. Das war wirklich nur sehr, sehr wenige Dollars, die da gefehlt haben. Aber Bitcoin hat es geschafft. Man hat die 69.000 Dollar Marke überboten, über 7,5 Milliarden Dollar sind reingeflossen seit dem Start der ETFs, der Bitcoin-ETFs am 11. Januar. Hier sehen wir auch diese wunderbare Fahnenstangkerze, die natürlich nachhaltig ist. Und wie die Dinge hier stehen, sehen wir schon. When crypto gets a pop song, you know there's a bubble. Hier besingen zwei junge Damen, dass ihre Freunde irgendwie sich nur noch um Krypto kümmern, um ihr Krypto-Portfolio, vor allem Bitcoin und andere Token, die man dann hat. Und dann machen sie Pläne und vergessen ihre Ladies hier, die sich hier dann bitter beschweren. Übrigens sehr gut gemachter Popsong, kann man sich durchaus anhören. Wenn Sie hier mal Mario Naufall Twitter googeln, dann werden Sie das dort finden. Echt ein spritziger Song, aber es zeigt so ein bisschen das Sentiment. Dann erzählt der eine Kerl, der eine Freund einer dieser jungen Damen, ja, dass er jetzt endlich die Kohle hat, seine verhasste Heimatstadt zu verlassen. Also wir sehen, da werden Träume wahr, die letztendlich auf dieser Spekulation basieren. Wird natürlich gut gehen, geht immer gut. Wir sehen das dann nach diesem Allzeithoch bei knapp 69.200 Dollar. Ist dann zunächst mal runterging, wieder unter 64.000 Dollar, also fast 5.000 Dollar oder mehr als 5.000 Dollar, fast 6.000 Dollar ist es dann wieder nach unten gegangen. Ich hatte vorhin schon den ISM Dienstleistungsindex angesprochen. Der war ein Ticken schwächer als erwartet. 52,6 heißt aber immer noch Wachstum zum Vormonat. Alles über 50 ist Wachstum. Und das sehen wir auch vor allem bei den Prices Paid. 58,6. Im Vormonat hatten wir ja 64,0. Das war der größte Preisanstieg oder der größte Anstieg der Preiskomponente seit 15 Jahren. Da ist also die, wie dieser Kommentator vorhin gezeigt hat, brandheiße Inflation, vor allem im Dienstleistungssektor. Heute 58,6. Auch nochmal ein sehr deutlicher Anstieg zum Vormonat, nachdem wir diesen drastischen Anstieg gesehen haben. Aber die Employment-Komponente geschrumpft, 48,0. Also das ist schon auffallend. Und in Reaktion auf die etwas schwächere Headline-Zahl sind dann die Renditen gefallen. Hier die 10-Jährige zwischenzeitlich mit dem stärksten Fall seit einem Monat. Jetzt nur noch bei 4,15 die 10-Jährige. Also das ist ja normalerweise gar nicht so schlecht für die Aktienmärkte, wenn die Renditen fallen. Aber in letzter Zeit haben sich scheinbar Renditen und Aktienmärkte entkoppelt. Die Renditen sind ja latent gestiegen. Dann auf 4,30 die 10-Jährige. Nasdaq und Konsorten sind auch gestiegen. Who cares, hat man sich gesagt. Das ist uns wurscht. Nicht wurscht ist allerdings den Mitarbeitern der EZB die grüne Agenda und der Umgangston, der mit dieser grünen Agenda verbunden ist innerhalb der EZB. Die Mitarbeiter haben jetzt einen Brandbrief geschrieben und beklagen sich faktisch, dass das, was die EZB da macht, nicht eigentlich ihrem Mandat entspreche und schon gar nicht dem Toleranz- und Diversitätsgedanken, der ja unter anderem von Madame Lagarde aufrechterhalten wird. Also das ist schon wirklich eine wirklich tolle Geschichte. Wenn du nicht grün bist, bist du unerwünscht. Vor allem Elderson, dieser hohe EZB-Funktionär, der sagt ja, ich habe keine Lust, die Leute umzuprogrammieren, wenn sie nicht grün sind. Die EZB kümmert sich ja um den Klimawandel, weil sie sagt, wir haben ja ein Mandat Preisstabilität, wie könnten wir das begründen? Lebensmittelpreise könnten steigen wegen dem Klimawandel, also ist das unser Mandat, also bestraft man Banken, die zum Beispiel Kredite an fossile Unternehmen geben oder Unternehmen geben, die fossile Energieträger fördern. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, und wenn Sie es gut mit mir meinen und mit Finanzmarktwelt, dann würde ich Sie bitten, diesen Artikel zu teilen. Wenn Sie diesen Artikel aufrufen, den ich unter dem Video verlinke, dann sehen Sie hier Gesichtsbuch, also Facebook, X oder Twitter,
was da alles ist, gell, also Social Media halt, da brauchen die einfach nur draufdrücken, dann teilen sie das, das ist gut für den Algorithmus, dann sagt er sich, wow, interessanter Artikel, und der ist ja auch wirklich interessant, meine Damen und Herren, deswegen strenge Aufforderung oder Bitte, dass sie das machen. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, die Bullen wetten auf Tech-Aktien auf einem 3-Jahres-Hoch, und jetzt sitzen natürlich alle im selben Trade, und wenn da irgendwas schief läuft, dann müssen alle irgendwie mal vielleicht raus, oder dann gehen die ersten raus, dann passiert bei den zweiten der Stop-Loss, der dann gezogen wird, und so kann vielleicht das heutige Geschehen auch mit erklärt werden. Das also die zweite Empfehlung als Artikel, und wenn Sie unbedingt diesen Kanal abonnieren wollen, meine Damen und Herren, dann bin ich Ihnen, naja, nicht so wirklich böse. Okay? Also, meine Damen und Herren, diese beiden Artikelempfehlungen, und jetzt sag ich Servus und Ciao.